Heute gibt es nach Wochen wieder mal ein umfangreiches Update zu drei der größten und von euch meist gehaltenen Kryptos: Cardano, VeChain und XRP. Die heutigen News haben es in sich, denn es hat sich verdammt viel angesammelt in den letzten Wochen. Heute gibt es ein Festmahl für Halter dieser Kryptos und ich würde sagen, wir legen direkt los. Beginnen wir mit Cardano, welches heute den größten Teil des Videos ausmacht. Die erste News war ein Meilenstein. Laut einem Bericht bauen momentan mehr als 1000 Projekte auf ADA auf. Das beliebte Blockchain-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Input-Output Global hat einen Erfolgsbericht über die neuesten Entwicklungen im Cardano-Netzwerk veröffentlicht. Der Bericht enthüllte, dass mehr als 100 Projekte auf Cardano live sind und mehr als 1000 darauf warten, live eingesetzt zu werden. Der IOG-Bericht teilte auch aktuelle Infos und zukünftige Upgrades für die Smart Contract-Plattform, Wallets, Dienstleistungen und Governance mit. Darüber hinaus bestätigt der IOG-Bericht den Mainnet-Status des Vasil Upgrades. Darin heißt es, dass das Team plant, dem GitHub-Repository für Cardano-Node-Tests kontinuierlich Ressourcen hinzuzufügen. Dies hilft, Schöpfer und Erbauer mit den Werkzeugen zu versorgen, um weiterhin auf Cardano zu bauen, fügte der Bericht hinzu. Momentan läuft also alles super auf der Cardano-Blockchain. Die zweite News war, Cardano hat die höchste Gewichtung im Smart Contract Bond von Grayscale, was der Kryptowährung eine größere Sichtbarkeit bei institutionellen Akteuren verleiht, sogar höher als Ethereum, Solana und andere. Der weltweit größte Kryptovermögensverwalter Grayscale Investments hat sich im vergangenen Jahr aufgrund der starken Nachfrage von Investoren in Cardano engagiert. Interessanterweise machte Grayscale Cardano auch zu seiner drittgrößten Beteiligung. Grayscale ist der weltweit größte Kryptovermögensverwalter. Wenn Cardano also an der Spitze des Smart Contracts Fund steht, wird es bei den großen institutionellen Anlegern sicherlich viel bekannter werden. Dies könnte auch einen massiven Kapitalzufluss für Cardano in der Zukunft bedeuten. In den nächsten Jahren werden wir deshalb höchstwahrscheinlich einen massiven Zufluss von institutionellem und privatem Investitionskapital durch diese Fonds sehen. Die Unsicherheit bei der Regulierung ist wahrscheinlich der größte Faktor, der die Entwicklung derzeit bremst. Und zu guter Letzt zu Cardano. Der Cardano-Schöpfer Charles Hoskinson prognostiziert, dass sich die Kryptomärkte zu einer eigenen Wirtschaft abkoppeln werden. In einem neuen Interview mit Fox Business News sagt Hoskinson, dass er ursprünglich dachte, die Menschen würden Kryptowährungen als sicheren Hafen für Investitionen während globaler wirtschaftlicher Abschwünge nutzen. Aber stattdessen haben sie eine Preiskorrelation mit anderen Risikoanlagen und dem S&P 500 erfahren. Der CEO und Gründer von Input-Output, Charles Hoskinson, ist jedoch der Meinung, dass der Kryptomarkt mit zunehmender Reife beginnen wird, unabhängig von anderen Anlageklassen zu funktionieren. Früher habe ich geglaubt, dass Kryptowährungen antizyklisch sein würden und ein Ort, an dem die Menschen Vermögenswerte anlegen würden, wenn sie Angst vor der Weltwirtschaft haben. Aber bisher scheinen sie sich parallel zu den Tech-Aktien und einigen der Standard-Aktienmärkte zu bewegen. Das ist also ein gewisses Problem. Aber alles in allem denke ich, dass sich die Kryptomärkte langfristig von den traditionellen Märkten abkoppeln und ihre eigene Wirtschaft haben werden. Ähnlich wie die Energiebranche ihre eigene Wirtschaft hat oder diese Art von Dingen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 24 oder 36 Monaten geschehen. Ich glaube, dass es hier eine Menge Möglichkeiten gibt, sagte Charles Hoskinson. Als nächstes kommen wir zu VeChain. VeChain bestätigt riesige Expansionspläne in Europa und weltweit. 100 neue Mitarbeiter werden angekündigt. Das beliebte öffentliche Blockchain-Unternehmen VeChain hat Pläne bekannt gegeben, sein Team in Europa durch die Einstellung weiterer Mitarbeiter zu erweitern. Um die Expansionsvision zu verwirklichen, wird das wirtschaftliche Problemlösungsökosystem über 100 neue Entwickler einstellen, die in seiner neuen Niederlassung in Europa arbeiten werden. VeChain erklärt, dass es neue Tools, Technologien, Entwicklerbibliotheken und so weiter herausbringen wird. Wir haben ein neues Technologiezentrum in Irland eröffnet und stellen derzeit über 100 Entwickler weltweit ein, so VeChain. VeChain hat zwei neue Einrichtungen in Europa und diese Einrichtungen sind aktiv bei der Einstellung und dem Aufbau ihres Teams. Das Unternehmen hat noch keine vollständigen Details zu seinen europäischen Plänen veröffentlicht. Das Team arbeitet jedoch mit der Regierung von San Marino an einem Gerichtsverfahren, um die Plattform zu einer eingetragenen Marke in Europa zu machen. Grundsätzlich arbeitet VeChain daran, durch die Einrichtung neuer Büros mehr Mitarbeiter zu haben. Um die Produktivität der neu eröffneten Niederlassung zu maximieren, freut sich das Unternehmen darauf, die Dienste mehrerer Entwickler in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus ist das in Kalifornien ansässige Unternehmen aktiv dabei, seine Präsenz auf der ganzen Welt zu erweitern. Und zu XRP gab es folgende News. Tapjets reichte einen Unterstützungsbrief zugunsten des Zahlungsriesen Ripple ein.
Wenige Tage nach der Genehmigung des Antrags durch Richterin Annalisa Torres reichte nun TabJets, ein Privatjet-Charterunternehmen, seinen Unterstützungsbrief ein, der den Antrag von Ripple auf ein Urteil im Schnellverfahren gegen die US-Regulierungsbehörde SEC unterstützt. TabJets ist ein Privatunternehmen und Partner der Blockchain Expo of North America. Dieser Brief stärkt die Seite des Zahlungsriesen in seinem Kampf gegen die SEC. Sie haben dazu aufgerufen, die Verwendung von XRP als alternativen Fiat-Token zu erhalten. In seinem Schriftsatz stellt das Privatjet-Unternehmen fest, dass XRP eine notwendige Alternative ist, wenn das traditionelle Bankensystem nicht funktioniert oder an Wochenenden ausfällt. TabJets hat damit begonnen, XRP für die Buchung von Privatjet-Reisen zu akzeptieren und Benutzer können ihre Reisen sofort durch Kryptowährungszahlungen buchen. Benutzer sind mit beispiellosen Verzögerungen im traditionellen Bankensystem konfrontiert und verlassen sich auf Kryptos als Fiat-Alternative, um die Arbeit zu erledigen. TabJets unterstützt diese Alternative nun offiziell und verwendet XRP als Alternative zu Fiat. Zudem gab es noch diesen Riesenmeilenstein von Ripple. Ripple erreicht mit der Bereitstellung von Ethereum-basierten Smart Contracts für die XRP Ledger Sidechain einen großen Meilenstein. Ripple hat mit dem Testen einer Sidechain begonnen, die mit der Ethereum Virtual Machine kompatibel ist und es Entwicklern ermöglicht, Ethereum-basierte Smart Contracts auf den XRP Ledger zu bringen. Ethereum Virtual Machine ist eine Software, die von Entwicklern verwendet wird, um D-Apps zu erstellen und Smart Contracts auf Ethereum einzusetzen. Die erfolgreiche Einführung dieser Sidechain kann für Ripple und XRP ein entscheidender Faktor sein, da Entwickler dann die Kryptowährung innerhalb der Sidechain verwenden können. Die Software befindet sich noch im Versuchsstadium derzeit. Sie ist derzeit live im XRP LDevNet, wo die Entwickler verschiedene Tests durchführen, bevor sie Mainnet live geht. Die vollständige Einführung der Sidechain FIAT wird das zweite Quartal 2023 erwartet. Zu diesem Zeitpunkt werden Entwickler in der Lage sein, das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Die Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und kostengünstigen Transaktionen von XRPL und die breite Palette an Entwicklertools und D-Apps von Solidity und Ethereum. In allen drei Phasen wird die EVM Sidechain Block und Finalitätszeiten aufweisen, die mit dem XRPL Mainnet vergleichbar sind und Ethereum Smart Contracts und Anwendungen wie MetaMask, Remix und Truffle unterstützen, so die Ripple X Entwickler in einer Pressemitteilung. Das ist wahrlich eine riesige News. Das Konzept wurde im September 2021 von David Schwartz, dem Chief Technology Officer von Ripple, vorgestellt. Ethereum Smart Contracts auf die XRP Ledger zu bringen, könnte die Einstiegshürden für Entwickler senken, um leistungsstarke DeFi-Apps mit Cross-Chain-Interoperabilität zu bauen, sagte er damals in einem Tweet. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, hinterlasst bitte ein Like und Kommentar, um mich zu unterstützen und das Video zu pushen. Wenn ihr das Maximum an Profit rausholen wollt, langfristig in diesem Markt und richtig handeln wollt in allen Marktsituationen, mit täglichem Input, Tipps und meinen Handlungen, checkt meine Gruppen aus mit dem ersten Patreon-Link in meiner Videobeschreibung. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos und vergesst nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.